So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und heute startet auch der Hannes der Woche, denn der Hannes ist auf dem Weg gerade jetzt, wo ich am Mittwoch früh 8:39 Uhr das Video aufnehmen, ist Hannes auf dem Weg von München aus direkt nach Meiningen. Der möchte heute hier ankommen, 11:33 Uhr. Wir wollen einen Community Raid machen mit Regi Gigas. Wir wollen einen Community Raid machen mit Mega für Nondor, den aber dann morgen und so weiter. Und dann seht ihr die Videos morgen und übermorgen, denn heute gibt es ja Raid am Mittwoch. Das nochmal zur Info. Werden wir bestimmt wieder ein paar Tastings machen. Wir haben immer noch diesen riesengroßen Chili-Adventskalender mit 24 Chili-Soßen drin, den ich von Pupsi bekommen habe, von Mexican Tears, von der Firma, die ihr bestimmt kennt, wenn ihr euch mit Chili-Soßen beschäftigt. Wird jeder schon mal Mexican Tears gehört haben. Jetzt aber genug privat. Jetzt geht's um euch, beziehungsweise am Anfang trotzdem um mich. Bei den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche, da habe ich wieder mal ein bisschen mit Jenaya getauscht. Die wollte mir nämlich helfen, meine Tauschmedaillen zu vervollständigen. Ich brauche ja Platinmedaillen zum Aufsteigen bei den Level-Ups zu Level 50 irgendwo in die Gegend. Da gibt es ja die auf Kilometer getrimmte Tauschmedaille und da gibt es natürlich auch insgesamt 2500 Trades, die man machen muss. Werden also 25 Tage lang jeden Tag 100 Stück tauschen. Jetzt hat sie aus einem der letzten einen Togedemaru getauscht von einem kleinen Account und es ist ein 100% Glücks geworden. Guck dir das doch mal an. Das schmeißt man eigentlich weg. Vielleicht hebe ich es aber auch auf, weil es jetzt ein Andenken ist an diese Tauschzeit. Ich hoffe, ich habe es noch nicht weggeschmissen. Dann wäre das nämlich ein Pokémon, was ich halt, obwohl es ein 100er ist und unnütz, man aufhebt. Ich will ja keine 100er sammeln auf dem Habanero-Account, aber vielleicht kann man das aufheben, weil das eben ein Andenken ist. Hier ist auch dann die Platin-Medaille, also die 2500 sind dann voll geworden. Dank Jenaya, danke dafür. Ich habe mittlerweile auch meine Erlöser-Medaille auf exakt 1000 gepusht. Ne? Das ist richtig cool gewesen. Dann Pikachu-Fan 1000. Da bin ich jetzt leider bei 1001, weil ich irgendwie gesehen habe, 1000 passt. Dann saß da aber noch zu Hause eins, ich habe es gefangen und ja. Dann habe ich erst dran gedacht, den Screenshot zu machen. War ja jetzt die ganzen Winterfeiertage, da waren so viele Pikachus auch wieder überall. Und das hat auf jeden Fall gepasst, da noch den Rest voll zu machen. Lenzart, wenn man alle Eier vom C-Day wegbrütet, 100% Kiesling. 100er Pandimos hinterher, was man natürlich zu Pandifrost machen kann, aber nützlich ist das glaube ich auch nicht. Dann haben wir hier Flampion Shiny in der Wildnis gefangen, Evoli Shiny, wir sind immer noch bei Lenzart, Bronzel Evoli Flampion, Sandan, Bronzel Evoli Flampion, Sandan, also dasselbe Bild nochmal, nur diesmal steht auch Schrift drunter. Wenn man alles so plust in einer Stunde, ne was man alles so plust in einer Stunde. Ja, da habe ich einmal verkehrt drauf gedrückt schon, ne, war der Dex nicht da, dann war der da und das eine habe ich vergessen zu löschen. Dann mein erster Glücksfreund auf dem Habanero-Account. Mäusekind ist der allererste Glücksfreund, den ich habe. Da habe ich es mir nicht nehmen lassen und habe mir einen Shiny Rayquaza rübergetauscht auf den Habanero-Account, weil mir der Pokédex-Eintrag für Rayquaza noch gefehlt hat. Ich will ja eigentlich nicht unbedingt so auf Legendäre setzen. Ja, die ganze Zeit sage ich, ich spiele ohne Legendäre. Jetzt, ich will nicht unbedingt auf sie setzen, es ändert sich schon wieder. Irgendwie kommt man trotzdem immer mehr auf den Geschmack. Gerade durch die ganzen Raids, die man täglich macht, kriegst du ja immer wieder Sonderbonbons. Und wenn du so einen 96er Sekrom auf der Hand hast, dann packst du halt die Sonderbonbons da rein. Das wird dann nicht auf 50 gehen, aber so auf 40, die mal zu ziehen, die nützlichen, coolen, die man gerne hat, kann man ja mal machen. Ich werde diese Lucky Trades jetzt auch immer dazu nutzen, dann mir also den Pokédex zu vervollständigen. Gerade an Sachen wie Mewtwo fehlt mir noch, dann hätte ich die Kando-Platin-Medaille. Ho-Oh fehlt mir noch, aber das kommt ja dann in Crypto-Raids zurück demnächst.
Ja, Groudon, Kyogre fehlen, Rayquaza hat gefehlt, die hatte hier ein Rayquaza Shiny auf der Hand, habe ich gemacht, ist leider nicht so gut geworden, aber der Pokédex-Eintrag ist da, Medaille geht immer mehr Gen Platin und das ist erstmal das Wichtigste. Vor allem sind das dann so Sachen, die ja auch im Prinzip eine Mega-Entwicklung haben und die möchte ich ja trotzdem nutzen, unabhängig von den IV, möchte ich die Mega-Entwicklungen alle mal durchführen oder Protomorphosen oder so. Dann habe ich im letzten Stream, das war glaube ich der Raid Day mit Damitia, die Platin-Medaille für beste Freunde mit 20 Trainern. Da sind nämlich wieder einige aufgestiegen. Danke an alle, die da im Stream ermöglicht haben, die Platin-Medaille noch zu erringen. Ihr seht, jetzt habe ich endlich meine 20 besten Freunde zusammen auf dem Habanero Free-to-Play-Account. Lenzart hier nochmal mit einem Shiny Damitia. Der Kleine von ihm hat auch eins bekommen, der Baumleiber. Heißt nicht mehr Baumlieber, sondern Baumleiber. Oder ich habe es immer falsch gelesen und jetzt das erste Mal richtig. 1542 ist schon eine recht gute IV. Das erste 100%, was auf mein Go Plus Plus geht, Pikachu mit Kostüm. Was man so alles ausbrütet, Schlurp immer noch bei Lenzart. Dann wieder der Habanero-Account von mir selber. Da habe ich durch die ganzen Flampions, die jetzt überall rumsitzen, so viel XL zusammen gehabt, dass ich mal ein Flampibian maxen konnte. Ich habe aber nicht das Weiße gemaxt, ich habe das Rote gemaxt, weil das ist im Prinzip mein Feuerangreifer, weil ich keine Regiram-Armee züchte, aber Flampibian dann habe. Und ich habe zwar IV-technisch bessere gehabt, ich habe vom Henry einen 890er getradet bekommen auf Level 40. Ich habe mich aber trotzdem dazu entschieden, Blondbart Zockt zu maxen. Der ist deutlich schlechter von den IV, weil er aber von Blondbart Zockt ist. Der es in letzter Zeit auch nicht so leicht hatte, dann vielleicht ein bisschen Motivation verloren hat, jetzt aber wieder zurück ist und ich mich freue trotzdem, dass er in meiner Liste ist. Ich habe den auch die ganze Zeit nicht gelöscht, der ein sehr korrekter Dude ist, auch ein YouTube-Kollege, sage ich es mal, habe ich mich dazu entschieden, den Blondbart Zock zu maxen. Kommt jetzt leider nur auf 3439. Da geht noch mehr. Ist halt kein 100er. Ist relativ schlecht. Aber hat mir so gereicht. Dann haben wir gestern einen Raid gemacht. Kurz zwischendurch. Da habe ich in Einhausen einen Bodogil Raid gefunden. Den habe ich noch nicht auf meiner Raid-Medaille. Mit 50 verschiedenen Raids und so Zeug. Haben wir den gemacht. Shinaya war dabei. Sarina war dabei. Und dann ist das im ersten Bodogil Raid, den ich je mache, direkt ein Shiny auch gewesen. Mit 15, 12, 15. Den werde ich wohl auch behalten als Andenken. Ne? Sören, der zweite Count, sahnt gut ab hier. Shiny Glaciola, Shiny Nagelotz. Krusselinchen mit dem Shiny Sneebel. Shiny damit hier aus zwei Lucky Trades 200er bekommen. Darm hier, Plex und Flanival. Flanival weiß ich immer noch nicht. Ist der gut? Kann der was? Ist der nützlich? Schreibt's mal in die Kommentare. Kaiser Kai auf dem kleinen Account hier 1515, damit hier auf dem großen 158, 1530. Die Ausbeute vom Raid Day. Den habe ich auch noch bekommen, schreibt der Regigigas in Shiny mit Hintergrund. Den muss ich heute mit Hannes den allerersten Regigigas Raid machen. Ich habe zwar den Pokédex-Eintrag schon, weil wir ja von Giovanni den Krypto-Regigigas haben, aber jetzt noch einen machen für euch als Video, muss natürlich sein, mit Hannes zusammen und für die Raid-Medaille zählt er ja trotzdem, weil Giovanni ist ja kein Raid, Giovanni ist ja, deswegen muss ich eh Regigigas mindestens einmal machen, was ich danach mache, weiß ich nicht so. Am ersten Weihnachtstag schenkte mir Nayendik endlich das Shiny Glaciola. Hier auch also bei Kaiser Kai nochmal. Genau wie dieses Vulpix. Auch in Shiny erkennt man kaum. Blood and Tears, die hat wieder mal zugeschlagen. Der letzte Rest vom Schützenfest in diesem Jahr. Jetzt komm mal klar. Shiny Kyurem, Shiny Damiaplex, 100er Glaciola, Shiny Karadonis, damit T-Rex Blizzard, Shiny Anton mit Kostüm, Regigigas, Shiny und Arctos. Aus dem Abenteuer Rauch. Nimmt man alles mit, dann hat sie aber noch hier Zapdos, Lavados, also die kriegt so oft so viele, das finde ich eigentlich gut. Und dann hat sie noch einen Filmtipp für euch oder mich, Tipp von mir auf Prime, falls ihr den noch nicht kennt, Slaverhouse, ein Faultier zum Fürchten, der Film erinnert sofort an Pokémon, nur dass der Spieß umgedreht wird und die Trainer die Gejagten sind. Das muss ich Pupsi nochmal zeigen und dann mal schauen, ob wir den mal gucken können. Aluhut hier, Shiny Schwalbini, Amarino, Bronze, Damitier, Mauzi,
Schnäppke, Flampion, Vulpix, Dummisel, aber da sind wir schon wieder bei Shenaya. Shenaya mit dem Dummisel, dem Lavados, was natürlich nicht drin geblieben ist, schreibt sie. Nach 19 Raids hat sie hier 3 Shiny Damitier. Dann haben wir nochmal Pikachu als Geburtstagsgeschenk von Niantic. Jason für Raider Mittwoch, 100% Damitier. Kann das was? Endlich ein 100er Evoli mit dem Weihnachtshut Alexander Ahringer. Seine Shiny-Ausbeute, beziehungsweise seine Ausbeute vom Raid Day, 1548 ist, glaube ich, das höchste. 1464 ist dann das geringste. Der hat ihn markiert, hat hier 9 Stück gemacht, hat ein Shiny drin gehabt. Maggie mit dem Shiny Quabbel plus auch Damitier. Da gab es ja dann noch Showcases, Teaser aus der Feldforschung, 100er Sichlor. Patrick Kater, da kommt der Kader gleich angerannt. Patrick Kader, 100% Ignivor. Ist das nicht Schocker der Woche? Ich finde das Pokémon einfach so genial. Ich feiere das so übertrieben. Ich laufe schon seit es den Habanero-Account gibt mit Ignivor als Buddy rum. Beziehungsweise macht gerade ein zweites auch noch zu Best Buddy, weil das bessere IV hat als das erste, was Best Buddy geworden ist. Ich habe immer noch keins entwickelt, obwohl ich es entwickeln könnte. Ich könnte mittlerweile sogar eins hochziehen auf Level 50, weil die XL mittlerweile voll sind. Da man regelmäßig Bonbons kriegt. Benjamin Engel hat wieder mal Duo-Raids gemacht. 10 Kopfstoß, Fokusstoß im Duo geschafft. Kampf hatte keinen Wetterboost. Mit 10 Kopfstoß, Fokusstoß waren 13 Sekunden übrig. Nun auch Donner im Duo geschafft. Kampf hat wieder keinen Wetterboost gehabt. 12 Sekunden übrig. Hier sehen wir Maromais am Start in den Krypto-Varianten. Hier seht ihr ein 96er Lucario. Dann Nassim. Der Nassim hat geschickt, wenn das Winter-Event Teil 1 gut startet für nächste Woche, hat er es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, rechtzeitig einzureichen. Wir sehen Sneebel, Sneebel und Flampion. Plus erster Regigigas-Raid, nachdem es zurück ist, auch direkt Shiny bekommen mit 24,42. Karin Karisima hier, 100% Botogiel. Fuckback, Schleswig-Holstein. Heiko, danke an Blue Grizzly, Ehrentrainer. Der hat auch ein 100% Ignivor, aber eben durch den Tausch erhalten vom Blue Grizzly. Das finde ich auch cool. Ist das jetzt mehr wert oder weniger wert? Manche sagen, das ist viel krasser, weil das ist ja auch noch dann günstig zum Hochziehen und es leuchtet so schön. Aber eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, im Glückstrade einen 100er zu bekommen, ja höher, als einfach nur einen 100er auszubrüten. Denn wenn du brütest, ist ja nicht garantiert ein Ignivor drin. Und wenn ein Ignivor da ist, hast du Random EV von 10 bis 15 in jedem Bereich. Beim Lucky Trade tradest du ja direkt ein Ignivor. Das steht ja schon fest, dass das Ignivor ist. Und dann sind die Werte ja nur von 12 bis 15 in jedem Bereich. Ist also eigentlich gar nicht so krass wie das andere. Aber das andere ist halt einfach nur ein 100%iges Pokémon, sagen wir es mal so. Deswegen beides nicht Schocker der Woche. Lenzard hier, Damirplex mit Kostüm Shiny nochmal mitgenommen, Sneebel mitgenommen, Pikachu mitgenommen, das Ding wollte ich haben, Vulpix mitgenommen, sieht halt total langweilig aus, 100% Natu mitgenommen, Bierschanger mit der Mahlzeit der Woche, Samyang Habanero Lime mit Gyros Fleisch, Cumulus, Rain Cloud Gaps, so heißt wohl der Account, der dieses Krypto-Shiny Zapdos hat. Rain Cloud Gaps aus der Forschung, Damitier, Cumulus aus der Wildnis, Rex Blizzard. Das Highlight seiner Woche, Flampion, Shiny, Cumulus, Feather Raid, Solo, Damitier, nimmt man mit, Cumulus, Sneebel. Dandro, hab ja seit Monaten zum Schocker der Woche nichts mehr eingereicht. Dies ist mal was. Shiny Pika aus Lieb, liebe Grüße. Ich hab gefühlt seit 2 Monaten Sleep gar nicht mehr geöffnet. Ich hab das wirklich sonst jeden Früh, jeden Abend. Hab ich immer gefüttert, hab ich immer gemacht, hab ich immer getan, alles hin und her. Das war mir irgendwie zu viel Stress dann habe ich es irgendwie gelassen. Solange ich diese Relaxo-Forschung mir von dem Go Plus immer noch nicht abgeholt habe, werde ich wohl keinen Sleep mehr benutzen, habe da aber auch 1 oder 2 Shinies da schon gehabt. Das ist natürlich schön, das Pikachu zu haben als Shiny, auch wenn man es hier wieder kaum erkennt. Aber mit der Wintermütze, das ist halt wie hier. Guck, das passt perfekt jetzt zum Event. Finn
Hat nochmal hier Pikachu in Shiny. Da sieht man es meiner Meinung nach besser, weil das noch kräftiger orange ist. Shiny Pikachu also mitgenommen. Baloo, 100er Enton erlöst. Klick, Shiny. Lampi, gebrütet, 100. Das ist wie Ignivor, ich sag's euch. Baloo nochmal Gelatini Shiny. Gestern war die Rampenlichtstunde. Habe ich natürlich verpasst. Viele andere auch. Was heißt verpasst? Ich hab's halt einfach nicht gespielt. Ich habe gestern kurz den Raid gemacht, habe das Bodo-Gel bekommen und dann habe ich bis abends die App nicht mehr angerührt, abends nur kurz rein Geschenke geschickt, die ich noch hatte, Geschenke aufgemacht und das war's. So, Laura, Feuerwehrfrau, hat hier nochmal zwei Damentiere mitgenommen und dann waren das die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. So, der Schocker der Woche ist nicht, wie ihr denkt, Adi mit dem schwarzen Gummimund, sondern Adi mit dem schwarzen Gummimund, ne? Aber ein anderes Bild, denn der hat hier an Weihnachten eine Salami bekommen. Und ich habe diese Woche einfach keinen Schocker der Woche gefunden, denn das, was irgendwie am coolsten gewirkt hat, gab es ja trotzdem zweimal. Es ist also nichts Einmaliges, Krasses dabei gewesen. Alle anderen Sachen, die nicht die sind, waren nicht so krass oder so bedeutsam. Da habe ich gedacht, mache ich mir mal den Scherz und wünsche euch einfach eine frohe Weihnacht, ne? Auch wenn die vorbei ist, weil heute ist Mittwoch, der 27. Aber nee, ich hoffe, ihr habt einfach eine schöne Bescherung gehabt, schön viel Zeit in der Familie verbracht, gutes Essen, gute Gespräche, das ein oder andere Glühweinchen getrunken vielleicht noch und passend dazu hier also der Adi auf dem Bild, ne? Mit der Weihnachtssalami. Da muss man ja aufpassen, damals in Hibu habe ich auch eine Weihnachtssalami gehabt und dann kam das Video Adi und die Weihnachts Salami, da bin ich mitten in der Nacht, hat es gepoltert. Ich stehe auf, guck, da liegt die Salami mitten in der Küche. Der Kopf war ab vom Center, also die Mütze, die Salami war rausgewühlt, die Packung war aufgerissen und die Hälfte der Salami war weggefressen. Da musstest du den wegscheuchen, da hat er die halbe Weihnachtssalami gegessen. Deswegen hat er jetzt seine eigene bekommen. Er ist natürlich auch meine, aber ich habe halt ein Bild gemacht, wie sie neben ihm steht und er drauf aufpasst. Ich vertraue ihm da, gell? Adi Schatz, alles Gute. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Adi Schatz. Adi Schatz, alles Gute. Alles Gute. Bibi. Bibi. Da ist ein Adi sein neues Bett. Guckt euch das an. Guckt euch das Bett an, wie das Bett da liegt. Adi Schatz.